Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören den Text zweimal. Nummer 1. Guten Tag. Ich hätte gern 3 Briefmarken. Tut mir leid. Wir verkaufen nur Postkarten. Am besten gehen Sie zur Post. Dort können Sie Briefmarken kaufen. Und wo ist die nächste Post, bitte? Sie ist am Ende dieser Straße, rechts, neben dem Autogeschäft. Am Straßenende, neben dem Autogeschäft. Ja, genau. Guten Tag, ich hätte gern 3 Briefmarken. Tut mir leid, wir verkaufen nur Postkarten. Am besten gehen Sie zur Post. Dort können Sie Briefmarken kaufen. Und wo ist die nächste Post, bitte? Sie ist am Ende dieser Straße, rechts, neben dem Autogeschäft. Am Straßenende, neben dem Autogeschäft. Ja, genau. Nummer 2. Rezeption? Josef Schrader hier. Ich habe ein Problem. Der Fernseher in meinem Zimmer funktioniert nicht. Welches Zimmer ist das, Herr Schrader? Zimmer 381. 381? Der Fernseher geht nicht. Ich habe es notiert. Ich schicke gleich jemanden nach oben. Vielen Dank. Rezeption? Josef Schrader hier. Ich habe ein Problem. Der Fernseher in meinem Zimmer funktioniert nicht. Welches Zimmer ist das, Herr Schrader? Zimmer 381. 381? Der Fernseher geht nicht. Ich habe es notiert. Ich schicke gleich jemanden nach oben. Vielen Dank. Nummer 3. Guten Tag. Ich hätte gern 2 Karten für den neuen James-Bond-Film. Für 7:30, 8:30 oder 11:00? 8:30. Das macht 2 × 7,50 €. Sind zusammen 15 Euro. Hier sind Ihre Karten. Viel Spaß. Danke. Guten Tag, ich hätte gern 2 Karten für den neuen James-Bond-Film. Für 7:30, 8:30 oder 11:00? 8:30. Das macht 2 × 7,50 €. Sind zusammen 15 Euro. Hier sind Ihre Karten. Viel Spaß! Danke! Nummer 4. Guten Tag. Ich habe einen Termin mit Frau Fischer. Ihr Name ist? Ramirez. Martin Ramirez. Ich habe mit ihr einen Termin um 13:30 Uhr. Aber ich war noch nie hier. Wo finde ich das Büro von Frau Fischer? Ihr Büro ist im 10. Stock, Zimmer 582. Sie können den Fahrstuhl oder die Treppe nehmen. Bis zum 10. Stock.
nehme ich lieber den Fahrstuhl. Guten Tag. Ich habe einen Termin mit Frau Fischer. Ihr Name ist? Ramirez. Martin Ramirez. Ich habe mit ihr einen Termin um 13.30 Uhr. Aber ich war noch nie hier. Wo finde ich das Büro von Frau Fischer? Ihr Büro ist im 10. Stock, Zimmer 582. Sie können den Fahrstuhl oder die Treppe nehmen. Bis zum 10. Stock nehme ich lieber den Fahrstuhl. Nummer 5. Entschuldigung, was kosten diese Birnen hier? 3,25 Euro. 3,25 Euro? Warum sind die so teuer? Das sind Bio-Birnen von bester Qualität. Die normalen Birnen da links sind natürlich etwas billiger. 2,60 Euro das Kilo. Danke. Ich nehme dann doch 2 Kilo Bio-Birnen. Entschuldigung, was kosten diese Birnen hier? 3,25 Euro. 3,25 Euro? Warum sind die so teuer? Das sind Bio-Birnen von bester Qualität. Die normalen Birnen da links sind natürlich etwas billiger. 2,60 Euro das Kilo. Danke, ich nehme dann doch 2 Kilo Bio-Birnen. Nummer 6. Entschuldigung, wie komme ich zur Apotheke? Zur Apotheke? Am besten gehen Sie geradeaus bis zur Kreuzung. An der Kreuzung gehen Sie rechts, das ist die Beethovenstraße. Die Apotheke ist in der Beethovenstraße auf der linken Seite, gleich neben dem Supermarkt. Also bis zur Kreuzung und dann rechts in die Beethovenstraße. Ja. Dankeschön. Entschuldigung, wie komme ich zur Apotheke? Zur Apotheke? Am besten gehen Sie geradeaus bis zur Kreuzung. An der Kreuzung gehen Sie rechts, das ist die Beethovenstraße. Die Apotheke ist in der Beethovenstraße auf der linken Seite, gleich neben dem Supermarkt. Also bis zur Kreuzung und dann rechts in die Beethovenstraße. Ja. Dankeschön. Teil 2. Sieben. Achtung am Gleis 3. Der Intercity aus München zur Weiterfahrt nach Hamburg, planmäßige Abfahrtszeit 13.45 Uhr, hat eine Verspätung von ungefähr 15 Minuten. Acht. Achtung bitte! Der Besitzer des roten Volkswagen Golf mit dem Kennzeichen MTO 381 wird zum Ausgang gebeten. Der Besitzer von MTO 381
Bitte dringend zum Ausgang kommen. Neun. Und nun das Wetter für morgen. Am Vormittag ist das Wetter sonnig. Die Temperatur liegt bei 24 Grad. Am Nachmittag ist es teilweise sonnig, teilweise bewölkt, mit leichtem Regen im Norden. Die Temperatur am Spätnachmittag liegt bei 18 Grad. Zehn. Liebe Kunden, besuchen Sie unsere Herrenabteilung im dritten Stock. Wir erwarten Sie mit unserer neuen Sommerkollektion. Hier finden Sie italienische Anzüge ab 299 Euro oder modische Hemden ab 29 Euro. Wir beraten Sie beim Einkauf gern. Teil 3. Nummer 11. Hier ist das Reisebüro Sommer. Guten Tag. Leider haben wir im Moment geschlossen. Unsere Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen. Wir rufen Sie so bald wie möglich zurück. Hier ist das Reisebüro Sommer. Guten Tag. Leider haben wir im Moment geschlossen. Unsere Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen. Wir rufen Sie so bald wie möglich zurück. Nummer 12. Guten Tag, Frau Klein. Hier ist das Restaurant Marco Polo. Sie hatten bei uns einen Tisch für 6 Personen reserviert, für den Freitagabend. Leider haben wir einen Fehler bei der Reservierung gemacht. Wir haben am Freitagabend keinen Tisch mehr frei. Am Samstag haben wir noch einen Tisch für 4 Personen und am Sonntag für 6 Personen. Vielleicht können Sie am Sonntag kommen. Montag haben wir geschlossen. Bitte rufen Sie uns so schnell wie möglich an. Guten Tag, Frau Klein. Hier ist das Restaurant Marco Polo. Sie hatten bei uns einen Tisch für 6 Personen reserviert. Für den Freitagabend. Leider haben wir einen Fehler bei der Reservierung gemacht. Wir haben am Freitagabend keinen Tisch mehr frei. Am Samstag haben wir noch einen Tisch für 4 Personen und am Sonntag für 6 Personen. Vielleicht können Sie am Sonntag kommen. Montag haben wir geschlossen. Bitte rufen Sie uns so schnell wie möglich an.
Nummer 13. Hallo Paul, hier ist Andreas. Willst du mit mir am Wochenende ins Stadion gehen? Ich habe zwei Karten für das Fußballspiel VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund am Sonntag. Ruf mich mal an oder schicke mir eine SMS, ob du Lust und Zeit hast. Danke. Tschüss. Hallo Paul, hier ist Andreas. Willst du mit mir am Wochenende ins Stadion gehen? Ich habe zwei Karten für das Fußballspiel VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund am Sonntag. Ruf mich mal an oder schicke mir eine SMS, ob du Lust und Zeit hast. Danke. Tschüss. Nummer 14. Hallo Carsten, Susanne hier. Ich war im Supermarkt und habe alles eingekauft. Nur den Wein und die Orangen habe ich vergessen. Brot habe ich gekauft. Kaufst du bitte auf dem Heimweg eine Flasche Rotwein zum Abendessen und 3 Kilo Orangen? Wir essen heute Abend etwas ganz Leckeres. Okay, bis dann. Hallo Carsten, Susanne hier. Ich war im Supermarkt und habe alles eingekauft. Nur den Wein und die Orangen habe ich vergessen. Brot habe ich gekauft. Kaufst du bitte auf dem Heimweg eine Flasche Rotwein zum Abendessen und 3 Kilo Orangen? Wir essen heute Abend etwas ganz Leckeres. Okay, bis dann. Nummer 15. Hallo Anke, Steffi hier. Es tut mir leid, aber ich kann morgen mit dir nicht einkaufen gehen. Mein Sohn ist krank. Er hat Fieber und ich muss mit ihm zu Hause bleiben. Ich rufe dich später nochmal an. Ciao. Hallo Anke, Steffi hier. Es tut mir leid, aber ich kann morgen mit dir nicht einkaufen gehen. Mein Sohn ist krank. Er hat Fieber und ich muss mit ihm zu Hause bleiben. Ich rufe dich später nochmal an. Ciao.